Hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 4 A Thief's End. Ja, endlich ist er da, der lang erwartete und ersehnte vierte Teil der Serie um den vielleicht neben Lara Croft beliebtesten Abenteurer unter den Videospielhelden. Ja, ich habe das Spiel bereits im Stream gespielt und muss sagen, da hat Naughty Dog wieder mal ein absolutes Brett hingelegt. Ihr könnt euch wirklich freuen. Und ich werde euch in meinem Let's Play natürlich wieder, wie in den vorherigen Teilen, alle sammelbaren Gegenstände zeigen. Und ich sag jetzt extra nicht nur Schätze, weil hier gibt's noch so viel mehr zu sehen und mitzunehmen, aber darauf werde ich dann im Laufe des Spiels noch näher eingehen. Und auch wie immer spiele ich das Ganze auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad und die Sprache des Spiels habe ich auch wie immer auf Englisch eingestellt. Die Untertitel und das Menü sind aber auf Deutsch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir legen endlich los und zwar mit einem neuen Spiel. Und ich habe ja bereits gesagt, ich werde das Ganze auf Mittel spielen. Und hier bei den Optionen stelle ich auf jeden Fall die Fahrzeugkamerahilfe ein. Die finde ich nämlich eigentlich ziemlich nice und damit können wir eigentlich schon loslegen. Und damit werden wir schon gleich hier mitten in die Action reingeschmissen und wir dürfen das Bötchen sogar selber fahren. Gut, mit R können wir die Kamera drehen. Wer oder wie oder was der Typ ist, mit dem wir da im Boot sitzen, das kriegen wir alles noch erklärt. Erstmal müssen wir uns hier unseres Lebens erwehren. Wir haben große böse Boot. Und können kleine böse Boote putt machen. Hier könnt ihr einfach drauf losfahren. Ihr seid quasi unzerstörbar. Es kann euch eigentlich nichts passieren. Alles ist gut. Alles ist fluffig. Ihr müsst nur ein paar Bötchen wegrammen, dann geht's euch gut. Immer mal wieder so ein bisschen umschauen, wo die gerade sind, wo sie gerade herkommen. Oh shit. Ja. Das Boot können wir nicht so einfach umrammen. Das rammt uns um und schießt uns auch noch hier Minen genau vors Boot. Und denen sollten wir ein bisschen ausweichen. So gut wie möglich. Bei einfach mal lustigen Zickzack. Passt schon! Oder auch nicht. Crap. Ja, keine Angst, das muss passieren. Wir sollten erstmal hier Luft holen. Und wir sollten ganz schnell wieder abtauchen. Wow. Das war knäpplich. Und wieder nach oben, bitte. Sammy, Baby, ich komme. Und jetzt lernen wir ein bisschen schießen. Und wem das Ganze hier bekannt vorkommt, der hat wahrscheinlich den ersten Teil gespielt. Da passiert ja sowas Ähnliches, nur das Boot war damals etwas größer. Ihr müsst auf jeden Fall den, jawohl, den linken Typen da niederballern. Der jagt dann nämlich das Boot in die Luft. Well,
Freunde. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Sobald ihr ein rotes Fadenkreuz seht, wisst ihr, der ist tot. Okay. Nur zu gerne, mein Freund. Ja, geil. Felsen, super. Sache das. Wow, shit. Gott, ey. Ich mach ja schon. Alter Mann, ist doch kein D-Zug. Fuck, unser Freund, das große Boot. Nathan? Nathan? What are we gonna do with you? You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. And now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else? I don't care. Yes, that is the crux of the problem. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. He wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does that give you the right to start throwing punches? It wasn't just about the book. What was it then? Nothing. I'll save it for confession. No matter what I try, you seem insistent on going down the same sad road as your brother. What a waste. Und da sind wir wieder als junger Nathan unterwegs im ersten Kapitel, die Verlockung des Abenteuers. Vorher gab es so einen kleinen Prolog auf dem Boot und da ist er wieder, dieser Sam. Und ich kann ja schon mal sagen, der ist Nathans Bruder. Hat man ja vielleicht auch schon durch die Nonne irgendwie so ein bisschen erahnt. Und man weiß ja auch schon, dass Nathan hier im Waisenhaus großgezogen wurde. Hat man ja in Uncharted 3 erfahren. Und da drüben die Leuchtzeichen, das ist unser Bruderherz, da wollen wir mal ganz hurtig hin. Also wieder so ein kleines Tutorial hier am Anfang und ich kann auch gleich sagen, hier gibt es keine Schätze, keine sammelbaren Gegenstände zum Einsammeln. Also wer nur das sehen möchte, der kann dieses Video hier getrost überspringen. So, Sam, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, aber ich muss jetzt hier erstmal durch das Fenster. Und hier sind wir anscheinend in so einer Art Krankenzimmer gelandet. Dann versuchen wir uns hier mal leise rauszuschleichen. Oopsie. Isn't it our job to help boys like him? In the meantime, I'm neglecting the other dozen boys under my care. What do you want me to do? You know my opinion. I'm not ready to give up on him yet. You can't keep avoiding it. Look, I'll talk to him in the morning. Okay? Good night, Father. Good night, Sister Catherine. Na, wir scheinen ja hier so das Superproblemkind zu sein. Und man kann sich schon denken, wir müssen hier links rein. Aber bevor wir das tun, gehe ich erstmal hier nach rechts.
weil hier liegt nämlich noch was zum Anschauen. Das ist zwar kein offizielles, sammelbares Objekt, aber man kann es trotzdem anschauen und auch lesen. Natürlich, mit Viereck kann man die Dokumente lesen. Und da sind wir im St. Francis Heim für Jungen, Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtelt hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt und den Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen, doch da hatten sie es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Administrative Unterschrift, Pater Ryan Duffy. Ja, der Pater, das ist der Kerl, den wir da draußen gesehen haben. Wir können die Dokumente drehen hin und her. Wir können auch ranzoomen mit L2. Das geht alles. Später kann man auch Dokumente noch umdrehen. Ist alles möglich. Wie gesagt, das ist kein sammelbarer Gegenstand. Den muss man jetzt nicht gesehen haben. Man kann ihn sich aber natürlich angucken und durchlesen. Und wir sollten uns jetzt hier mal leise vorbeischleichen. Gotta get to that window. Genau. Wichtige Punkte werden immer mit L3 angezeigt, beziehungsweise wir können dann L3 drücken und er sagt dann was dazu. Natürlich können wir uns hier auch wieder um Ecken rumschmulen und die gute Schwester hat ein kleines Laster, die schmaucht hier mal eine. So, jetzt müssen wir hier mal. Hier dürfte sie uns nicht sehen. Sister Catherine? Oh, darn. Ah, Sister Catherine. I've forgotten my keys again. Can you open the gate for me? Coming, Father. Ja, du kommst, ich gehe und tschüss. Ah, da oben ist auch Sammy. Also, versuchen wir mal, ihm zu folgen. Ist, wie gesagt, so eine kleine Tutorial-Einführung, bla. Damit man weiß, wie man klettert, wie man hüpft. Das Übliche. Aber natürlich storytechnisch auch nicht ganz unwichtig. Oh, lala. Come on. Sam. Okay. Na, kleiner Scherzkeks, wa? Versteckt sich hier, aber seine Taschenlampe ist hier. Die nehme ich mal. Oh, you gotta learn to watch your back. Alright. Hey, it's good to see you, little brother. What is that? Really? Again? It's nothing. You told me you'd stay out of trouble, though. He was talking shit about us. So? He said that Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, come on. They're just saying it because it gets to you, all right? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. Well, do as I say, not as I do. Here. You'll catch a cold. So, what are you doing here like this anyway? If the nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you, and I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. What happened to us staying out of trouble? This is an exception. Mm-hmm. Na dann. Nice jump. Come on, yeah, give me a hand. Auf geht's! You might. The sister's feeding you enough. The place is kind of empty. Where is everyone? Some Bible retreat. Yeesh. I remember those. Ja, unser Bruderherz, der war auch mit uns im Waisenhaus wohl, aber jetzt halt nicht mehr. You should come and say hi. Nah, I don't need the guilt. Und ich finde ja auch das Shirt, das Sam trägt, das kommt einem doch auch sehr bekannt vor. Nathan hat ja auch schon so ähnliche Shirts getragen, als Erwachsener aber.
zum Beispiel im ersten Teil. Come on. Also hier sind sehr viele Anspielungen, auch auf die vorherigen Teile. Damn. You didn't prop it. I did. At least I thought I did. No, it doesn't matter. We're gonna take the high road. The high road? Just follow me. Watch this. Whoa. And now, we take the high road. Have you done this before? Once or twice. Na, das ist ja sehr beruhigend. Here, come on. Your turn. Okay, also es gibt nicht nur Referenzen hier zu alten, zu den alten Spielern, sondern auch ein bisschen was Neues. Nämlich an Seilen hochklettern. Gut, das ist jetzt nicht ganz neu. Aber dass man jetzt auch L1 halten muss, ist neu. What you been up to? I'm working mostly. You still dating that girl? Oh, Crystal? On again, off again. Currently off again. Juhua. Okay. No guts. No glory. Ah, okay. No. Oder auch nicht. Just don't think about it. You got this. Okay. Ich nehme aber vorher ein bisschen Anlauf. Also ihr müsst hier keinen Anlauf nehmen, aber ich mache das immer ganz gerne. So für den Effekt. Chaka! I got you. See? No big deal. Yeah. Nothing to it. Stay with me. Groovy. Ja, also ich kann, wie gesagt, nur jedem raten, spielt auf jeden Fall Teil 1 bis 3. Pretty cool, huh? Dann werdet ihr hier mit dem vierten Teil noch mehr Spaß haben, weil es wirklich sehr, sehr viele Anspielungen auf die vorherigen Teile gibt. Nicht nur, dass man natürlich wieder sehr vielen Charakteren begegnet, die man schon kennt. Wie Elena und Sully zum Beispiel. Okay. Right down the middle. Nice and easy. Okay. Ach, du ahnst es nicht. Immer dieses Gefunge. Springe hier. You ready, Tarzan? Aber sicher doch. Alright, go ahead. So, jetzt dürfen wir ein bisschen schwingen. Das ist jetzt auch noch nicht neu. Konnten wir vorher alles auch schon. Na, kommst du noch hoch? Hab ich aber besser geschwungen, mein Freund. Up the steeple. Come on. Ja, doch. I can't jump that high. Just go around the corner. Na gut. Der kleine Nate möchte vom Glockenturm abgeholt werden. Komm schon. Spring. It's a nice view, huh? Yeah. Not bad. Ja, sieht schon wirklich hübsch aus. Obwohl ich sagen muss, was mich wirklich beeindruckt, sind die Zwischensequenzen. Die sehen wirklich Hammer aus. Die Spielegrafik, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr gut. Aber das können andere Spiele auf der PS4 eigentlich fast genauso gut. Aber die Zwischensequenzen, die sehen wirklich top und genial aus. Das muss man sagen. Bist du wahnsinnig? Ja, klar. Ich freue mich. Ja, war schön mit euch. Tschö mit Ö. I did it. Of course you did. Jo, das war knapp. Wäre jetzt aber auch ein kurzes Spiel gewesen, wenn Nathan hier schon am Anfang verreckt wäre.
Vor allem würden dann die anderen Teile keinen Sinn ergeben. Na du? How about you take this one? So, jetzt lernen wir wirklich mal was Neues, denn wir können auch selber das Seil benutzen. I'll follow your lead. Und zwar mit L1 können wir das Seil werfen und hier so rumwickeln. Und dann können wir auch selber schwingen. Okay. El Chefe hat es auch geschafft. Dann können wir uns hier mal die Leiter schnappen und nach unten düsen. Alright. After you. Natürlich. Just like that. We're out. All right. Check it out. Huh? Whoa, you got the 250? 250? What are you talking about? No, this is the 500cc twin. No way. Yeah. Where'd you lift it from? Whoa. That's a low blow. But hey, I'll have you know that I am a changed man. Bought this with hard-earned cash. Here, come on. Take a seat. What? The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? All right. I got this job. Pays well. Really well. But, I gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like, a year. At the most, and then I'll be back before you even know it, all right? You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Hey, wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Right? Just gotta trust me on that one. It's not fair. Hey, nothing about our lives has been fair. But we've made it work, right? Sure. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? I found Mom's stuff. Everything that Dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better... I swear to God. Where? On the other side of town. What do you say we go and get it back? You mean steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, then let's not get caught. You ready for this? Hell yeah.